Schlafborn. Hast du den Siegelstein gefunden? Jawollo. Dank dem guten Kimiko haben wir das gemacht. Ah, wundervoll. Man sieht dem Stein seine Widerstandskraft ja geradezu an, findest du nicht? Ich werde sofort unsere Magier und Ingenieure beauftragen, einen strategisch günstigen Platz für den Siegelstein zu finden. Kein Monster, keine galeische Armee, keine Macht der Welt wird die Mauern von Geisterzoll durchbrechen. Jetzt muss ich mir nur noch etwas für die Fenster und Türen einfallen lassen. Jedenfalls vielen Dank, Abenteurer. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Immer das Gold nehmen. Wie das verändert hat. Also normalerweise kommen jetzt die Gildengeheiße. Auf Geheiß der Gilde. Heißt es auf jeden Fall. Jetzt ist guter Rat teuer. Ah, Gobby, unsere tüchtige Abenteurer. Vielleicht kannst du mir helfen. Der Ausbau von Geisterzoll schreitet weiter voran und der Zustrom an Abenteuern reißt nicht ab, was ich sehr begrüße. Aber viele der Abenteurer sind nur hinter diesem allergischen Stein her und kümmern sich nicht um die Belange der Abenteurergilde. Das ist ein echtes Problem, denn ohne Freiwillige läuft hier nichts. Rowena hingegen kann sich vor Kundschaft kaum retten. Vor ihrem Geschäft tummeln sich mehr Abenteurer als an einem Freibierabend in der Abenteuergilde. Vielleicht kannst du mir helfen, die Abenteurer dazu bewegen, sich wieder mehr für die Gilde zu engagieren. Wenn du tatkräftig einen Auftrag erledigst, nehmen sich die anderen hoffentlich ein Beispiel an dir. Und dafür bietet sich gerade eine gute Gelegenheit, denn es gibt immer öfter Übergriffe von Morbol auf unsere Minenarbeiter. Die Abenteurergilde will entschlossen gegen die Gefahr vorgehen. Kannst du dich darum kümmern? Die Biester leben westlich von hier im Schlingwald von Mordona. Viel Erfolg. Ich weiß, auf den Helden des Bundes der Morgenröte ist Verlass. Gut. Ach, wieder da runter. Ein paar Mobbits knallen jetzt, ne? Okay. Auch ein altbekannter Weg hier. Ah, der gute Nock. Fatales Ereignis geschieht in der Nähe. Hm. Den nehmen wir mal einen Mob ab. Läuft immer auf dem hinterher. Hallo? Und zurück nach Geisterzoll. Da bist du ja wieder. Im Namen der ganzen Abenteuergilde danke ich dir für deine tatkräftige Unterstützung. Ich hoffe, die anderen Abenteurer nehmen sich ein Beispiel an dir und setzen sich in Zukunft mehr für unsere Gemeinschaft ein. Mach's gut und bis bald. Auf Geistergilde 2.
Hallo, ich habe gute Nachrichten. Die Abenteuergilde ist sehr zufrieden mit deinem Einsatz. Und ich bin es auch. Immer mehr Abenteurer übernehmen Aufträge in Geisterzoll und packen kräftig mit an. Aber es könnte noch mehr sein. Wie wär's, wenn du ihnen noch einmal mit gutem Beispiel vorangehen würdest? Ich hätte da eine passende Aufgabe für dich. Es geht um Hapaliten, östlich von hier, in singende Scherben. Sie haben Frosche angegriffen und die dort Untersuchungen durchgeführt haben. Es gab viele Verletzte. Der Einsatz ist für dich vielleicht keine große Herausforderung, aber wenn du die anderen Abenteurer zeigst, wie ein Profi so etwas handhabt, nehmen sie sich hoffentlich ein Beispiel an dir. Östlich von hier, okay. Komme ich hier oben raus? Ne, ich muss hier runter. Ne? Das ist irgendwo hier dann wahrscheinlich. Ja, okay. Enttäuschend. Ja gut, ich kenne es nicht anders. Also für mich ist es recht wurscht. Obwohl wahrscheinlich mit Gilden geheißen das Ganze schöner gewesen wäre. Ne? Ein bisschen atmosphärischer. Aber gut. Kommt wahrscheinlich noch genug Atmosphärisches. Was soll man machen? Oh. Hypocrite. Hallo? Hallo? Ist das unten oder was? Das ist unten. Ach so. Verstanden. Ja, der wird mir jetzt nicht so viel Schaden machen, oder? Okay. CD war die Wartezeit ewig. Dritten töten. Aber dann geht's natürlich als Heiler schneller, ne? Das ist klar. Wie viel Gildengeheiße muss man davor machen, um zu den zwei relevanten zu kommen? Akimi vorhin meinte, man muss die vorher noch machen. Oder du hast das gemeint, Elbester, ich weiß nicht mal genau. So. Gobby, da bist du ja wieder. Auf ein Profi ist eben Verlass. Wenn die anderen Abenteurer mitkriegen, dass sich selbst ein Held deines Kalibers nicht zu schade ist, solche unspektakulären Aufgaben zu erledigen, werden sie dir hoffentlich nacheifern. Dann werde ich bedeutend besser schlafen können und die Bauchschmerzen vor Sorge bleiben mir auch erspart. Du bist und bleibst ein strahlendes Beispiel für alle Abenteurer und ein famoses Aushängeschild für den Bund der Morgenröte. Ich glaube, ich mit Level 20 und Level 35, okay. Was war das hier? Im Inventar suchen. Er traf 5 Treffer, ja, aber warum zeig mir das doch mal an? Hier, ich wollte nur noch mal sehen. Regeneriert bei Anwendung alle 3 Sekunden 30 Trefferpunkte. Kann nur in Duellen. Achso, PvP-Crap. Okay, will ich eh nicht. Gildengeheiße. Okay, also die musstest du alle machen, dann um später da was zu bekommen.
Also wenn du die ersten nicht gemacht hast, geht es nicht weiter. Also die auf 25 und die auf 30. 35, 40, okay. Höchste Gildengeheiß war, glaube ich, tödliches Raketenspiel auf Level 30. Okay, alles klar. Gut. Tartarus 7 Sachen. Wenn alles nach Plan läuft, müsste der Bund der Morgenröte die Vorbereitung zur Verlegung des Hauptquartiers bereits abgeschlossen haben. Nur habe ich bislang nichts von Alfino gehört. Wahrscheinlich ist er einfach nur zu beschäftigt, aber... Oh Mann, ging was ins Auge. Aber würdest du dem Sonnenwind einen Besuch abstatten und dich erkundigen, wie es um die Verlegung steht? Natürlich. Und vergiss nicht, dem guten Alfino meine Grüße zu übermitteln. Ich für meinen Teil sehe die Verlegung des Hauptquartiers mit Spannung entgegen. Okay, bis tödliches Rankenspiel. Okay. Jo, der Klassiker. Wir laufen mal wieder ein Röntchen, ne? Ja, Kimmy, da muss man wieder einen neuen Char hochleveln. Dann erlebst du das alles nochmal so, wie ich das erlebe. Aber gut, das war jetzt das Einzige, was wir bisher geändert hatten, ne? Hallo. Sonst war ja alles 1:1 wie immer, ne? Zumindest hat sich bisher keiner beschwert. Und gesagt, lol, viel einfacher. Viel zu casual, das Game. Feels bad, man. Zur grüne Waffe nach das hier. Okay. Gibt's eigentlich... Naja. Gibt's eine Dauerlauftaste? Habe ich, glaube ich, schon mal gefragt. Ich will. Wie bei einer Hochzeit, ne? Jedes Mal, wenn du Sonnenwind rein willst, musst du ja, ich will sagen. Alfino! Hinski! Du bist zurückgekehrt. Finde ich schön, wenn die mich immer nur mit Nachnamen anquatschen. Hinski! Du bist zurückgekehrt. Sind die Vorbereitungen auf Seiten der Abenteuergilde im Geisterzoll abgeschlossen? Wir hinken mit unseren Vorbereitungen etwas hinterher. Vielleicht könntest du mit anpacken. Tataru muss noch ihre 7 Sachen packen. 3 hat sie schon. Aber würdest du ihr bitte bei den verbleibenden 4 helfen? Sammel Tatarus Sachen ein und bring sie ihr. Damit sollten unsere Vorbereitungen dann auch abgeschlossen sein. Vielen Dank im Voraus für deine tatkräftige Hilfe. Yo. Machen wir. Im Saal der Morgenröte. Ja, ich will. Sie waren vor der Basse. Okay. Ach hier, Tartarus Sache. Geil, Single, ne? Singular. Tartarus Sache. Ja, ich will. Süß. Das ist die eine Sache und jetzt suchen wir die anderen 3 Sachen. Da ist noch eine Sache. Und solche Quests sind sinnfrei, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen, also das ist Blödsinn. Das trägt nicht zum Spielspaß bei. Aber gut. Gehört auch dazu. Ist halt ein MMO, ne? Ist nichts anderes als Blümchen pflücken vor Ogrimmar. Wo ist die Tataru? Ich
Ist auch hier irgendwo. Patch 2.1, okay. Ja, wo ist die jetzt, die Gute? Steht die draußen oder was? Ja, ja, ist ja kein Problem. Sowas ist ja auch recht entspannt. Als Feierabendstreamer freut man sich ja sehr über entspannte Sachen. Besonders wenn man nebenbei Isaac streamt, was immer sehr nervenaufreibend ist. Freue ich mich immer über ein bisschen Entspannung. Die ist doch drin, oder? Lua Q, danke für den Follow. Freut mich sehr. Fade Orben im Norden, im nördlichen Tanadan auf Deutsch. Etwas von allem, Englischen. Ja, okay, klar. So. So, wie viele hatte ich denn schon? 1, 2, 3, oh, mir fehlen ja noch fast die Hälfte. Und da sind sie schon. Zack. Oh, Gorbi, das ist aber lieb von dir. Das waren die letzten meiner 7 Sachen. Vielen Dank. Lass mich noch einmal nachzählen. 5, 6, 7. Ja, jetzt habe ich alle zusammen. Als nächstes kommt der Verband. Versand. Gottes Willen. Als nächstes kommt der Versand. Alles muss gut organisiert sein, damit auch der kleinste Trinkfläschchen nicht verloren oder gar zu Bruch geht. Ehrlich gesagt, gibt es noch etwas, wobei du mir helfen könntest? Sprich mich doch gleich noch einmal an, wenn du Zeit hast. Okay, aber die sind jetzt wahrscheinlich trotzdem schlechter als meine, ne? Also, oder? Wir können sie ja mal gucken. Da ist eh nichts für mich dabei. Roffel. Seit die Verlegung beschlossen wurde, haben wir hier keine ruhige Minute gehabt. Bis über beide Ohren stecken wir in Arbeit. Ich bin für die Führung der täglichen Geschäfte des Bundes verantwortlich. Termine machen, Korrespondenzen führen, Gäste begrüßen. Dazu gehört auch, die Mitarbeiter des Hauptquartiers zu versorgen und bei guter Laune zu halten. Alle sind in letzter Zeit so gestresst. Es dauert nicht mehr lange, bis jemand vor Erschöpfung umfällt. Deshalb möchte ich allen eine Freude machen und einen stärkenden Tee brauen. Das wird die Laune heben. Als Zutaten für meinen Stärkungstee brauche ich 4 Bündel Hochland-Teeblätter, aber hier sind sie ausverkauft. Sie wachsen im Hochland von Coatas, habe ich gehört. Vielleicht sind dort welche zu bekommen. Würdest du für mich einmal vor Ort nach diesen Teeblättern Ausschau halten? Klar. Idealerweise fragst du jemanden, der in Camp Drachenkopf wohnt. Einheimische kennen sich dort immer noch am besten aus. Jedenfalls vielen Dank und gute Reise. Machen wir. Ups, zack. War das. Danke. So. Reisen wir mal nach Gordas. Ah, das kennen wir auch noch innen auswendig. Hier haben wir auch lange gequestet, ne? So, Opfert. Hier? Ja. Lange nicht gesehen, Abenteurer. Ich kann mich gut an dich erinnern. Du hast doch damals Ritter Enchanfant so vorzüglich geholfen. Wo man Hochland-Teeblätter bekommt, fragst du? Also, ich habe keine da, tut mir leid. Aber aus den Blättern macht man doch auch Schnaps, nicht wahr? Warum versuchst du es nicht mal beim Getränkehändler Emanuel? Oder Emanuel? Gut, machen wir. Der Getränkehändler, da ist er, direkt unter... Ach, der hat ein bisschen Unterschlupf. Das ist natürlich toll gegen die Kälte hier. Hochland-Teeblätter? Das tut mir aufrichtig leid. Die sind schon seit einer Weile ausverkauft. Für gewöhnlich pflückt man sie in einem Gebiet südwestlich von hier. Aber dort haben sich nun Monster breit gemacht. Die Gärtner trauen sich nicht mehr dorthin, aus Angst überfallen zu werden. Deswegen hat es schon lange keine Lieferung mehr gegeben. Ich würde dir gerne helfen, besonders weil du dich auch Ritter Enchanfort geholfen hast. Weil du doch auch Ritter Enchanfort geholfen hast. Aber Monster sind Monster und ich bin kein Krieger. Jo, dann machen wir das halt selbst, wenn du nicht willst. Kein Ding.
Da, ganz da unten. Okay. Reise, Reise mal wieder, ne?